Hallo zusammen, salve a tutti. Es ist Mittwochabend. Wir haben den 15. Dezember, 17.34 Uhr. Hier geht es wieder, wie üblich, am Mittwoch um den DAX. Vor euch liegt da eine Kerze, ein Tag. Ich hole mal ein bisschen näher ran für die Handynutzer unter euch. So sieht der Freund hier momentan aus. Am Wochenende hatte ich gesagt, diese beiden Punkte hier, diese blauen Linien hier oben bei 15.917, hier unten bei 15.380, das sind für mich momentan die inneren Berührungspunkte, die recht wichtig sind. Wir sind nach wie vor hier mittendrin. Wir haben eine Verfallswoche mit dem großen Verfall. Ich hätte mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen mehr Bewegung versprochen. Allerdings, wenn ich sehe, dass der Dienstag gestern, das waren auch schon 300 Punkte, und der Montag hier, das war das Hoch bei 15.794 und das Tief bei 15.591, auch 200 Punkte, das ist okay. Nochmal zur Erinnerung, 1% Handelsamplitude des DAX am Tag entspricht einer Volatilität von 16. Und momentan sind wir, das ist der VDAX New heute hier und jetzt, bei 21,39. Das ist völlig in Ordnung. Ja, also da kann man nicht meckern. Ich bin eigentlich sogar recht zufrieden, dass es insgesamt sehr ruhig abläuft. Ich habe mir gedacht, wenn da die großen Spieler kommen, die Big Player, dass wir erratischere Schwankungen bekommen. Aber ich finde, das verläuft bis heute Abend recht ruhig. Was machen wir hier? Wir pendeln um die 200-Tage-Linie rum. Gestern schon am Dienstag und heute am Mittwoch auch. Wir haben, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, weil hier die Fibos liegen, so eine Art Doji. Und wir haben das Low von gestern auf Xetra-Basis nochmal gesehen, somit bestätigt. Die Bänder laufen enger zusammen. Man merkt das noch nicht so sehr, eher im oberen. Das untere läuft horizontal. Davon gehe ich auch weiter aus, dass das weiter passiert. Das heißt, die Volatilität insgesamt sollte sich ein bisschen reduzieren bis zum Jahresende hin. Die beiden blauen Punkte bleiben nach wie vor wichtig. 15.917 und 15.380. Vorher ist da eher Range Trade angesagt. Was mir insgesamt gut gefällt, ich hatte es eben schon erwähnt, ist, dass es so langsam vonstatten geht. Das gibt der Technik die Chance, auch langsam zu fallen. Die muss also hier nicht so rumgeprügelt werden, sondern die fällt jetzt langsam nach unten ab. Und ich glaube, dass sich der Markt ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir hier diese 15.380 sehen könnten, sodass hier in diesem Bereich ab 15.400 auch durchaus nennenswerte Kauforders drin sein sollten, die vielleicht dann nochmal hoch zur oberen Linie hier bei 15.917 führen können. Also grundsätzlich finde ich das okay. Ich sehe keinen echten Handlungsbedarf. Während des Tages kann man das mal machen für 50 oder 100 Punkte. Aber jetzt auf 2-3 Tage das vorherzusehen, halte ich für relativ schwierig. Die 200-Tage-Linie verbindet sich auch hier mit dem 38er Fibonacci-Level von dieser Bewegung hier von 15.300. Ich runde leicht auf 15.000. Befinden wir uns auch hier auf dem alten Level, also das ist es, und dann war das die erste Rückkehr, 15.500, und das ist das alte 38er. Und da ist die 200-Tage-Linie und da ist die 10-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie schickt sich an, weiter zu fallen. Wir berechnen heute noch die 20-Tage-Linie inklusive diesen drei Hochtagen. Das heißt, die wird dann tendenziell noch weiter fallen. Und die sollten sich, ich schätze mal ganz grob, Montag treffen, 10 und 20 Tage Linie, ungefähr hier so ein bisschen über 15.500. Dann haben wir wieder so einen Klüngel, bestehend aus Fibo, bestehend aus 200 Tage Linie, aus 10 und 20 Tage Linie. Und dann gehen wir völlig neutral in Weihnachten rein. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich kann mich an Weihnachtstage erinnern, da gingen wir vorher nochmal 2, 3, 4, 500 Punkte hoch oder runter. Das war dann so eine leicht nervöse Geschichte. Aber ist okay. Nein, von daher, das sieht alles okay aus. Gucken wir mal auf 4-Stunden-Sicht. Auf 4 Stunden fällt mir sofort auf, dass hier der Oszillator ist schon ziemlich tief, und das seit einer relativ langen Zeit. Und zwar hier seit dieser Kerze, das ist vom 14.12. um 12 Uhr, gilt er als überverkauft. MACD hat nichts zu sagen, gar nichts zu melden, das ist überhaupt nichts. Und wir sind am unteren Band. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Der hat also jederzeit hier die Möglichkeit, hier nochmal da hochzudrehen, eine 15.917 zu sehen. Aber mir ist was in der Stunde aufgefallen, was die Sache ein bisschen deutlicher macht. Und zwar dieses Niveau hier, da lege ich jetzt mal eine Linie dran. Das hier. So. Da sind wir nämlich bei 15.535. Das haben wir jetzt seit Stunden nicht mehr überboten. Wir sind immer mal wieder rangelaufen und uns aufgemacht, nicht überboten. Wenn das rausgenommen wird,
Idealerweise noch mit dieser Kerze hier bei 15.552. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier hochgehen, recht groß. Muss ich schon sagen, also rein vom Chart her. In der Zwischenzeit baut sich wirklich Stunde für Stunde die Technik weiter ab, sodass sie dann auch von einem tieferen Niveau aus hochschwimmen kann. Also ich muss sagen, ich kurzfristig, sprich auf 3-4 Handelstage, bin ich durchaus eher leicht zuversichtlich, dass wir das hier nochmal sehen. Diese Meinung muss ich sofort revidieren, wenn wir unter der 15.380 schließen. Ich habe euch Scheine mitgebracht für so ein Szenario. Das eine ist ein Call, den habe ich ganz nah hier dran gelegt. Das ist ein 15.203er. OE steht für Open End, hat momentan einen Hebel von 48. Das ist die GX54R1. Das ist wirklich für den Fall, dass wir hier eben dieses eben besprochene Niveau hier bei 15.535 rausnehmen, überbieten, mit einer Stundenkerze. Weil dann hat er nochmal Luft. Und deswegen, die kann ich aber auch ziemlich gut stoppen, wenn ich unter der 15.380 bin. Ich habe dann 180 Punkte Platz. Also das geht. Ich mag die. Das ist keine Angst vor Hebel. Das ist nun mal so. Den Put habe ich ein bisschen anders gewählt. Und zwar 16.112. Da sind wir noch hier oben drüber. Ich mache das mal ein bisschen näher ran, dass ihr das seht. 15.112, da sind wir hier, auf diesem Niveau, wo jetzt die Maus ist. Und das ist eine Kennnummer GX3X4A. Ich habe den extra weit weggelebt für den Fall, dass wir das hier schaffen, nochmal hier an diesen Bereich ranzugehen. 15.800, vielleicht sogar auf die 15.917. Da muss man schauen, wie das sich dann hier verhält. Deswegen habe ich ihn hier auf die 16.112 gelegt. Da verliert er jeden Tag ein bisschen was. Weil dann ist er auch schön nah dran. Dann hat er nicht nur ein Hebel von lahmen 24, sondern dann dürfte der also locker bei 50 sein. Auch ein schöner Hebel. Also das bleibt spannend, aber ich finde, der Markt verhält sich enorm ruhig. Erstaunlich ruhig. Und das finde ich erst jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.